SportTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Heute der dritte Tag für den VfL Wolfsburg, der heute hier im Trainingslager in Seefeld-Mösern hier sein Vormittagstraining aufgenommen hat. Jetzt anschließend versuchen, ein Interview mit einem Spieler oder sogar mit dem Trainer oder Manager zu bekommen. Wir von www.tv22.tv für euch. VfL Wolfsburg. Und wir haben den Patrick Wimmer, den Österreicher bei uns hier, der seit 2022 bei den Wolfsburger ist. Patrick, wie gefällt es dir und wie ist es hier in Seefeld fürs Training? Ja, erstens in Wolfsburg gefällt es mir sehr gut. Ich bin jetzt da, finde es überragend. Und in Seefeld bin ich jetzt auch schon das zweite Mal mit Wolfsburg. Wir haben letztes Jahr ein super Trainingslager gehabt, haben es dieses Jahr leider nur eine Woche. Aber ich finde es überragend. Also es taugt mir sehr da, es hat alles auch überragend. Platz kann man sich nicht beschweren. Also kann nur bestens darüber reden. Ja, heute der dritte Tag, tolle Witterung, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und man hat gesehen, ihr habt heute schon richtig tolle Spielzüge gebracht. Ja, genau. Also es hat in der Nacht ein bisschen geregnet, darum war der Platz heute ein bisschen tief, aber trotzdem war er sehr gut zum Bespülen. Ja, wir haben gestern schon sehr einen intensiven Tag gehabt mit zwei Trainings, haben heute dann ein etwas lockeres Training gehabt, war trotzdem ein bisschen was dabei fürs Match und was wir so spielen wollen. Und morgen ist dann, glaube ich, nochmal doppelt und dann ja, sind wir schon wieder fast durch mit dem Trainingslager. Wie hast du dich eingefügt in die Spielweise vom VfL Wolfsburg? Ja, ich glaube, man hat gesehen, letztes Jahr mit einem neuen Trainer, mit vielen neuen Spielern haben wir einfach ein bisschen gebraucht. Ja, es ist, glaube ich, dann zum Ende hin besser geworden. Da hat man klar gesehen, wie wir spielen wollen. Und ich glaube, dass das Jahr einfach leichter wird, wenn wir viel vom Kader behalten, beisammen bleiben haben können. Und ich glaube, dass wir sich da jetzt einfach leichter tun und dass die Qualität schon nochmal was anderes ist jetzt im Vergleich zur letztes Jahr Vorbereitung. Was habt ihr vorgenommen für die neue Saison? Darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht so gesprochen. Jetzt schauen wir, dass wir die Neuchen gut einbinden und dass wir so gut zusammenfinden, wieder ein gutes Team sind. Und dann werden wir sich ausreden, was wir erreichen wollen. Ja, dann wünschen wir den Patrick Wimmer alles Gute. Eine tolle Saison 2023-2024 und viel Erfolg für eure Truppe. Danke vielmals. Danke. Verlassen die Spieler schön langsam hier das Spielfeld des Trainingslagers hier in Seefeld. Janik, der dritte Tag hier in Seefeld, wie ist es gelaufen heute? Ja, es wird langsam anstrengender. Heute war noch mal ruhiger, weil gestern sehr intensiv war. Wir haben zweimal trainiert. Für uns als Fußballer ist das Wetter jetzt angenehmer, ist nicht mehr so heiß. Aber ja, nach wie vor macht Spaß, super Bedingungen und trotzdem genießen wir heute den freien Nachmittag. Wir haben auch gesehen, tolle Spielzüge, die ihr heute gezeigt habt, auch den Fans hier. Und wie man sieht, die Fans sind ganz euphorisch. Ich möchte natürlich von euch allen Autogramme. Ja, das freut einen. Dafür spielt man auch Fußball, um Leute zu unterhalten. Und schön, dass so viele Leute auch das Training zugeschaut haben. Und dann nimmt man sich natürlich auch die Zeit. Janik, alles Gute und morgen ein tolles Training wieder. Dankeschön, Dankeschön. Wie gefällt es dir hier in Seefeld beim Training? Ja, fantastisch. Wir waren ja letztes Jahr schon hier. Die Bedingungen könnten kaum besser sein und ich glaube, wir können hier richtig gut arbeiten. Tolle Atmosphäre hier. Man sieht, Fans sind hier, die Jungs möchten Autogramme. Und wie war das Training für dich heute?
Ja, ganz gut. Heute war es ein bisschen ruhiger. Gestern haben wir schön Gas gegeben. Also wir freuen uns, hier zu sein. Es macht immer Spaß, auch mal irgendwo anders als in Wolfsburg trainieren zu können. Dann wünsche ich mal das Gute und viel Erfolg für die nächsten Tage. Danke. Vielen Dank. Danke. Wie hat es dir gefallen heute? Ja, war ganz gut. Platz ist ein bisschen nass, ist aber war ganz gut so für uns. Und so war ja heute echt nicht ganz so anstrengend. Ein paar Details gearbeitet, war eigentlich ganz gut. Ja, tolle Spielzüge haben die Fans gesehen. Also es war sehr unterhaltsam für uns. Ja, wenn das so gut ist, schon mal gut. Für uns war es auch wichtig, gewisse Dinge zu sehen. Deswegen rundum zufrieden.